Hey Leute, schön, dass ihr wieder da seid zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein Action-Live-Haul. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, du dich natürlich auch. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mit dem Video und ganz viel Spaß. Wie süß. Schau mal, so ein kleines Teeset mit wirklich einer richtigen Teekanne, kleinem Kuchen und Tassen. Richtig niedlich. Hier muss ich auch unbedingt mal richtig durchstöbern. Hier gibt es nämlich auch alles Mögliche an Pinsel, Farben und so weiter. Und hier wollte ich mir einfach heute mal richtig viel Zeit nehmen, um da einfach mal zu schauen, was es so gibt, ob was Neues dabei ist und was ich noch so gerne kaufen möchte. Und hier sehe ich schon so ein Pinselset, die sehen ja mal richtig cool aus. Und ich brauche auch noch Pinsel. Und die gibt es sogar verschieden. Schau mal, einmal mit Grau und einmal sind die so hell oben. Ich glaube, ich finde Grau am besten, oder? Was sagst du? Und hier gibt es übrigens auch richtig tolle Skizzenblöcke, also auch unterschiedliche Größen. Richtig, richtig toll. Und hier sehe ich gerade diese Farben, die habe ich bei einer anderen YouTuberin schon gesehen. Die sahen auch sehr, sehr interessant aus. Vielleicht kennst du die Farben ja auch schon, dann schreib mir das unbedingt mal. Hier habe ich gerade einen Aquarellblock gefunden, den muss ich unbedingt kaufen, den brauche ich nämlich ganz, ganz unbedingt. Ui, und schau mal, hier habe ich gerade ein richtig tolles Bleistift-Set entdeckt. Ich habe vorher mal schon Bleistifte gesucht, da habe ich irgendwie keine gefunden, aber da habe ich auch ganz woanders geschaut. Die werde ich auch unbedingt kaufen. Und falls du gerne etwas mit Stoff bastelst oder vielleicht sogar nähst, schau mal, hier gibt es sogar verschiedene Stoffsachen, sag ich jetzt mal. Und der hier ist ja auch mal richtig cool. Also hier hast du auch eine tolle Auswahl. Und schau mal, ich bin hier gerade am Überlegen. Ich habe dieses Parfüm hier gerade eingepackt. Ich weiß allerdings nicht, wie das ist. Und hier gibt es im Übrigen einige richtig coole Sets. Schau mal, hier hast du gleich Stifte dazu und richtig coole Sachen zum Ausmalen. Also ist echt richtig, richtig toll. Immer so ein Set mit Stifte und ja, allen drum und dran quasi. Ich habe mir jetzt noch diese Aufkleber hier eingepackt. Also ich genau weiß ich nicht, ob die schon kleben oder ob man da noch was kleben muss. Und dann habe ich mir auch noch dieses Set hier eingepackt. Schau mal, hier sind auch richtig tolle Stifte dabei. Und dann hat man hier so, ja, kann man so Metallic Looks ausmalen, sag ich mal. Also das muss ich auch unbedingt mal testen. Ich bin mal sehr gespannt. Und dieses kleine Buch hier habe ich auch noch gefunden zum Ausmalen. Ist auch richtig, richtig schön. Hier hast du echt ganz, ganz tolle Bilder dabei. Also wenn du so ein Ausmalfan bist, dann findest du ja wirklich eine riesengroße Auswahl. Und hier gibt es auch richtig tolles, großes Bastelpapier. Das hier ist auch richtig dick von der Stärke her, sage ich jetzt mal. Also das ist wirklich richtig toll zum Basteln. Und schau mal, das hier habe ich auch gerade ganz neu entdeckt. Ist ja auch richtig cool. Hier kannst du so Podcasts machen. Und hier habe ich gerade noch so einen Blog entdeckt. Und zwar ist das so ein Design-Blog für Bullet Journals. Also ist auch richtig toll. Und die Farbauswahl gefällt mir auch hier richtig gut. Schau mal, die hier habe ich auch gerade ganz neu entdeckt. Und zwar kannst du hier Pommes reinfüllen und das Ganze ist eine Bio-Verpackung. Und hier oben sehe ich gerade, gibt es auch noch Löffel davon. Hier wollte ich auch unbedingt mal durchstöbern, denn ich brauche unbedingt noch weiße Tassen. Das soll auch was Kreatives werden, also ich möchte gerne weiße Tassen, um die quasi auch bunt und kreativ zu gestalten. Ich habe mich jetzt für diese Tassen hier entschieden, zwei solche größeren und dann viermal solche länglichen kleinen Tassen.
Richtig schön, ich freue mich gerade. Hier gibt es nämlich immer noch eine tolle Auswahl an diesen kleinen Deko-Bäumchen. Hier werde ich auch unbedingt welche mitnehmen, denn ich möchte da noch was basteln. Und schau mal, außerdem habe ich jetzt noch diesen tollen Weihnachtsmann hier gefunden. Den möchte ich auch an, ja, ich sag jetzt mal an einen Kalender ran basteln. Das alles wirst du dann aber auch noch in einem anderen Video sehen. Und schau mal, wie süß, hier gibt es solche kleinen Eisbären. Also falls du noch ein paar Dekofiguren suchst für Weihnachten, dann findest du hier sicher etwas. Hier sehe ich gerade, gibt es die kleinen Hundehocker noch und jetzt gibt es sogar noch einen Katzenhocker, richtig süß. Diese Blume hier schaue ich mir, glaube ich, jedes Mal an. Das ist so eine Blume zum Spielen, die kann man so aufklappen und ich glaube, heute werde ich sie endlich mal kaufen. Und hier unten sehe ich gerade, gibt es ein Pferdeset, das ist ja auch richtig niedlich und viele Mädels stehen hier auch auf Pferde. Dann findest du hier auch ein wunderschönes Set. Hier sehe ich gerade, gibt es jetzt so ein Spieletelefon. Das habe ich gesucht, als unsere kleine Maus noch kleiner war. Da gab es sowas nicht, aber jetzt gibt es sowas. Und hier sticht mir auch gerade was ins Auge. Und zwar dieses Magnetset hier. Das ist ja auch mal richtig toll. Außerdem wollte ich unbedingt noch mal nach einem Malbuch schauen und nach einigen Aufklebern. Unsere Kleine mag nämlich sehr, sehr gerne Aufkleber, aber wir brauchen halt so etwas dickere Aufkleber, sage ich jetzt mal, damit sie die gut greifen kann. Ich glaube, heute wird es dieses Buch hier werden. Vorher mal hatte ich das mit Einhörnern und jetzt werde ich dieses, glaube ich, mal mitnehmen. Hier gibt es wirklich wunderschöne Aufkleber und schau mal, auch was für Jungs ist natürlich auch mit dabei. Oder sowas hier, allerdings die gehen für uns noch nicht, die sind noch zu klein und ja, einfach nicht dick genug. Und schwer zu erkennen, ich bin wieder zurück und ich möchte dir natürlich noch zeigen, was ich alles geshoppt habe. Hier steht jetzt gerade alles wieder voll. Ich würde sagen, wir starten jetzt mit den Spielsachen. Heute habe ich das so ein bisschen kategorisch geordnet. Und danach machen wir weiter mit dem ganzen Bastelkram und auch Weihnachtszeug ist so ein bisschen was dabei. Ja, genau. Starten wir, würde ich sagen. Das erste Teil, was ich gewichtet habe, war dieses schöne Puppenhaus hier. Ich habe das eine Mal schon im Internet nach so Puppenhäuschen geschaut als Weihnachtsgeschenk für unsere kleine Maus. Da habe ich auch so ein bisschen was entdeckt, aber irgendwie hat mir das nicht so ganz gefallen. Das hier fand ich ganz süß und der Preis war natürlich wie immer unschlagbar. Und ja, da musste ich dann einfach zuschlagen. Jetzt mal ab, es ist ziemlich schwer. Das Ganze ist aus Holz. Wenn ihr so die Spielsachen noch sehen wollt, ja, wie quasi der Inhalt ist, wie alles aufgebaut aussieht, dann schreibt mir das unbedingt mal. Ich werde das Video dann auch nicht erst irgendwann drehen. Also wenn euch das wirklich interessiert, dann drehe ich das in 1-2 Tagen. Und dann geht es auch gleich online. Also wie gesagt, schreib mir das einfach, falls du Interesse hast, die ganzen Spielsachen aufgebaut zu sehen. Dann habe ich ja dieses kleine Teeservice-Set, wie auch immer man es nennen mag, gesehen. Das habt ihr ja auch im Video, denke ich, schon ganz genau gesehen. Das fand ich jedenfalls so, so süß. Und wenn man das hier rauszieht, dann ja, hat das hier auch eine Batterie. Also diese kleine Teekanne macht dann auch Geräusche. Das fand ich ganz, ganz niedlich. Und diese kleinen süßen Tassen, die man hier so dazu hat, fand ich auch süß. Dann habt ihr hier noch so kleine Kuchenstückchen. Also ich denke mal, als Kind kann man damit wunderschön spielen. Und ich fand das einfach so süß. Das wird es auch alles bei uns nicht einfach irgendwie einfach mal so geben. Das sind alles Geschenke und ja, ich musste einfach mal zuschlagen. Dann habe ich noch dieses süße Magnetspiel hier gefunden. Ich hoffe, man erkennt das doch. Es spiegelt manchmal so, weil hier so eine Folie noch drumherum ist. Hier habe ich jetzt gerade noch nicht abgemacht. Also hier hat man irgendwie so Magneten bzw. so eine Art
Platte wie ein kleines Kinderzimmer sozusagen. Und dann kann man sich dieses Kinderzimmer einrichten, wie man möchte, mit diesem Magneten. Total niedlich. Also wenn du das auch sehen willst, wie gesagt, schreib mir das einfach. Dann packe ich das alles mal aus und dann gucken wir uns das alles mal ganz genau an. Ich fand das jedenfalls ganz süß. Ist, denke ich, auch für unterwegs eine ganz tolle Sache zum Spielen. Das hier wird auch ein Geschenk werden. Natürlich nicht für unsere kleine Maus. Ich habe das schon mitgenommen als Weihnachtsgeschenk. Fand das ganz süß. Und zwar kann man hier so seinen eigenen Garten quasi anbauen. Und ich denke, so für einen Jungen ist das hier ganz süß. Vor allem, wenn man so als kleiner Junge auch gerne so ein bisschen bastelt und so weiter. Für Jungs immer was zu finden, ist so ein bisschen schwierig. Und ich denke mal, das hier ist ganz okay. Fand das ganz niedlich. Und heute habe ich sie unbedingt gekauft, diese Blume hier. Und zwar kann man diese aufklappen, auch wie eine Art kleines Puppenhaus. Und hier sind auch irgendwie Überraschungsfiguren drin. Also man weiß hier auch wirklich nicht so, was drin ist. Also wie gesagt, wir können das alles gerne noch zusammen auspacken. Ich fand das jedenfalls auch voll niedlich. Und ja, die ganzen Sachen sind ab 3. So alt ist unsere kleine Maus noch nicht. Aber ja, sie spielt auch schon ganz, ganz toll mit so kleinen Sachen, vor allem auch gerne mit so kleinen Sachen. Muss man natürlich aufpassen und mit dabei bleiben, zwecks im Mund stecken und so weiter. Dann habe ich diese kleinen Samtsäckchen hier entdeckt. Hier sind 2 Stück drin und ich fand das einfach ganz süß. Hier kann man einfach schnell mal was verpacken oder falls man irgendwie Schmuck verschenkt, dann hat man hier immer gleich etwas, wo man das einfüllen kann und einfach schnell verschenken kann. Dann habe ich mich ja wieder gefühlt eine halbe Ewigkeit in dem ganzen Bastelkram aufgehalten und Bürozeugs. Und als erstes habe ich dann diesen Block hier eingepackt. Der ist auch recht groß und ich habe hier so richtig schönes farbiges Papier drin und es ist auch wirklich super dick. Also ist schon fast wie so ein Karton so ein bisschen. Ganz so extrem nicht, aber ist relativ dick und denke ich zum Basteln richtig super geeignet. Außerdem mussten wieder Folien mit, weil die dort am günstigsten sind und ja, ich brauche immer mal wieder Folien und da habe ich gleich einfach nochmal so ein Packen hier eingepackt. Oh, nicht schlecht. Das hier habt ihr auch schon im Körbchen gesehen. Das möchte ich unbedingt mal ausprobieren. Und zwar habt ihr hier einmal solche Stifte. Die sehen auch schon so metallic-mäßig aus. Und dann hat man hier einen richtig tollen Block und kann das dann irgendwie ja ausmalen mit diesen Metallic-Stiften. Ich denke mal, das ergibt dann einen richtig tollen Effekt. Also da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Wir können das ganze Bastelzeugs und Stifte und so weiter auch gerne austesten, ausprobieren. Schreibt mir das gerne, wenn euch das interessiert. Dann musste ich mir jetzt unbedingt mal einen Aquarellblock kaufen. Hier habt ihr so richtig tolles, dickes Aquarellpapier drin. Ich war nämlich letztens in einem Schreibwarengeschäft, wo es wirklich alles Mögliche gibt. Und da habe ich nach solchem Papier gefragt. Und leider meinte die Dame aber zu mir, dass es sowas nicht gibt. Und dann dachte ich so, habe ich das jetzt falsch ausgesprochen oder so? Keine Ahnung. Jedenfalls wollte sie mir dann so ein Pauschpapier geben, aber das war ja dann natürlich nicht das Richtige, vor allem ist Pauschpapier ja viel, viel zu dünn. Und jetzt habe ich endlich diesen Block hier gefunden, noch im Action, super günstig. Da musste ich den natürlich gleich kaufen. Dann hast du ja gesehen, Bleistifte wollte ich auch letztens mal schon kaufen. Habe ich irgendwie nicht gefunden, aber da habe ich in einer ganz anderen Ecke geschaut, bei den ganzen Stiften und so weiter. Und das hier war jetzt mehr bei dem ganzen Bastelkram. Oder halt bei dem ganzen Malzeugs, wo auch so Wasserfarben und so stehen. Ja, da habe ich sie halt nicht so vermutet. Ich habe sie halt eher in der Stiftekategorie vermutet. Aber ja, habe sie jetzt entdeckt und musste natürlich auch gleich mal zuschlagen. Dann habe ich mich für diese Pinsel hier entschieden. Du hast gesehen, die gab es hier oben noch mit so einer hellen Farbe. Was war es für eine Farbe? So also wirklich gelb-orangelich war es irgendwie gewesen. Ich habe mich jetzt hier für die grauen entschieden. Ich denke, das passt ganz gut. Dann musste ich auch unbedingt nochmal so einen Malblock, Malbuch mitnehmen, wie auch immer. Und da habe ich mich diesmal für mehr Jungfrauen entschieden. Hier habt ihr auch richtig tolle Sticker mit dabei. Die sind auch so etwas dicker. Also die können auch schon so kleinere Kinder greifen oder richtig gut greifen. Natürlich muss man immer dabei bleiben, zwecks im Mund stecken und so weiter. Aber unsere kleine Maus klebt so gerne Aufkleber. Die kleben überall denn. Aber es macht ihr einfach so, so viel Spaß. Und hier hat man gleich alles dabei, was zum Malen und auch was zum Kleben. Außerdem habe ich dann noch so einzelne Sticker mitgenommen. Hier habe ich einmal solche. Ich weiß gar nicht, ob die hier selber kleben oder ob man hier noch irgendwie denn was drauf machen muss. Also quasi eine Art Kleber, weil hier steht Kartonsticker. Ich könnte mir vorstellen, dass man die dann irgendwie noch mit Kleber bepinseln muss und dann kleben die erst. Aber ist auch überhaupt nicht schlimm.
kann man halt dann so zum Spiel nehmen. Ist ja auch nicht verkehrt. Wir schauen einfach mal. Dann habe ich noch jeweils die hier entdeckt. Ich hoffe, man erkennt das. Es spiegelt immer so. Ja, einmal Einhörner und dann hier noch was mit so Prinzessinnen. Außerdem dann noch solche Sticker. Ich finde das auch toll, die sind richtig schön groß und wie gesagt, die sind halt richtig dick, die kann man gut greifen. Und dann einmal Bauernhofsticker. Dann habe ich außerdem noch diese hier gefunden. Die sind hauptsächlich so Süßkram, genau, Zuckerstangen und Eis und so. Törtchen sind hier oben richtig niedlich. Und zu guter Letzt noch einmal Fische, fand ich auch ganz niedlich. Richtig schön bunt, kann man natürlich auch ganz, ganz toll überall draufkleben. Und was ich auch gut finde, dass man auch so, ja, dann mit Sticker richtig toll sprechen kann, was man da so abmacht, wo man den hinklebt und so weiter. Das ist für Kinder, denke ich, auch immer eine richtig tolle Sache. Dann musste ich natürlich nochmal beim Klebestreifen zuschlagen. Ich liebe Klebestreifen. Das gehört jetzt bei mir einfach zum Bastelkram dazu, weil wir die dekorieren wollen. Und zwar habe ich hier ganz schlichte, einfache Porzellantassen und wie gesagt, die wollen wir halt bemalen und dekorieren. Das werdet ihr dann auch noch sehen, was wir da so machen. Das wird eine ganz tolle Inspiration auch für euch, denke ich. Dann kommen wir jetzt in die Kategorie Weihnachten. Hier habe ich auch noch so ein bisschen was zum Dekorieren und Basteln mitgenommen. Und zwar habe ich einmal so einen süßen Schneemann hier mitgenommen. Den kann man überall aufstellen. Fand das ganz süß und ich denke mal so fürs Kinderzimmer ist das auch ganz niedlich. Und außerdem habe ich dann noch beim Weihnachtsmann zugegriffen. Den fand ich auch süß. Den hier habt ihr auch schon mal gesehen. Den habe ich jetzt auch ein zweites Mal gekauft. Bei den Deko-Bäumchen musste ich auch unbedingt nochmal zugreifen. Wie gesagt, ich möchte noch so einiges zu Weihnachten basteln, das werdet ihr alles auch noch sehen. Außerdem sind es dann noch diese zwei hier geworden. Die haben auch so goldenes Glitzer auf den Spitzen, sage ich jetzt mal. Sind ein bisschen größer und ich denke, damit lässt sich auch einiges dekorieren und basteln. Und natürlich darf ein Weihnachtsmann nicht fehlen. Den fand ich auch wirklich ganz niedlich. Gab es noch einen anderen? Ich glaube, der hatte einen Schlitten oder so irgendwie hier zu stehen oder Skistöcke, irgendwie sowas. Ich habe mich jetzt für den entschieden. Der hat hier ein Geschenk in der Hand und hier dann noch seinen Sack mit Geschenken. Fand ich auch süß. Im Übrigen empfehle ich dir wirklich immer die Augen im Action aufzuhalten. Wenn du jetzt hier im Video irgendwas gesehen hast, was du dann in deinem Action, wo du gerade einkaufen gehst, nicht findest, dann gib nicht auf, denn manchmal kommt das dann einfach wirklich ein paar Monate später noch einmal. Es ging mir jetzt auch so mit vielen Sachen, wo ich gedacht habe, ach Mensch, hätte das mal vorher mal mitgenommen, jetzt gibt es das nicht mehr. Und zwei Monate später, bums, war das Regal wieder komplett voll mit demselben. Also ja, einfach dranbleiben und schauen, denn die Sachen gibt es meistens immer wieder mal doppelt. Wir sind am Ende vom Video. Ich hoffe natürlich, dass es dir gefallen hat und du Spaß hattest. Schreib mir natürlich gerne dein Feedback unten in die Kommentare und wie gesagt, ob wir das Spielzeug ausprobieren wollen und du das alles sehen möchtest, was da so genau drin ist und der Inhalt einfach. Und schreib mir auch gerne, ob du das Bastelzeug näher sehen möchtest, dann mache ich das natürlich. Ich werde auch die Videos dann wie gesagt nicht erst irgendwann drehen, sondern das wird dann ganz bald folgen. Jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, bleibt schön gesund und bis zum nächsten Video. Ciao!